Willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir müssen uns immer noch um die Ghule kümmern. Das probiere ich jetzt noch einmal. Fuck, 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 fuck. Ja! Ne, wir kratzen ab. Ja, ich hab's kommen sehen und ich muss mal eben ganz schnell meine Jalousie runter machen. Weil ich sonst in dem Spiel nichts sehe. Gut, dass ich meine Lampe hier drin jetzt gerade auch noch anhabe. So sehe ich jetzt ein bisschen. Oh, schon tausendmal besser. So, dann müssen wir das anders machen. Was habe ich denn? Ja, das wollte ich machen. Hallo. Fuck, fuck, fuck. Komm, helft mir. Ey, Missgeburt. Jo, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Also ich muss den echt mit da hinten hinlocken, dass die anderen mir helfen. Anders kriege ich die Viecher nicht tot. Naja. Ich habe mir heute genommen vorgenommen, 4 Parts aufzunehmen. Ich hoffe mal, dass wir in diesen 4 Parts diese Viecher töten können. Oh, du Hurenkind. Mal ihr euch mal rum. Mehr davon. Der Ghoul ist tot. Warten wir mal, bis die beiden sich wieder erholt haben. Auf jeden Fall haben wir einen Teil geschafft. Muss den zweiten auch noch hier hinholen. Und seid ihr wieder heile? Ah. Düter ist wieder heile, da müsste er ja hier gleich auch. Oh, Heilpflanze. So, dann müsste er jetzt ja auch gleich wieder heile sein, oder? Hallo? Hm. Egal, egal. Was nehme ich denn mal eben noch? Komm, noch so eine Keule. Noch ein Stück Fleisch. Was? Nein! Boah, ein Glück, dass ich vorher ein Quicksave gemacht habe. Habe ich auf diesen scheiß Teleportstein gedrückt. Fail! Oh, der Ladebalken. Das ist immer so eine Sache. Naja. Aber sonst läuft ja alles wunderbar. Ich trinke einen Schluck. Keine Angst, alles nur Wasser. Damit die Stimme nicht trocken wird. So. Was war das? Einmal das. Und ein Stück Fleisch, so. Dann geht das hier lang. Da vorne kommt wenn das Skelett raus und hier. Und hier mache ich wieder einen Quick Save. Komm, 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 komm. Viech.
Ding jetzt schon um einiges einfacher. Da müssen wir jetzt uns nur noch ein bisschen wehren. Also ein bisschen abblocken, dann kriegen wir den auch tot. Das wäre super, wenn wir den jetzt schon kriegen. Ich hätte echt gedacht, ich würde dafür so 15, 16 Minuten brauchen, aber es läuft ja ganz okay. Ne, den locke ich doch auch wieder da raus. Ach ja, alles nicht sehr einfach. Ich wiederhole mich. So. Headset richtig aufsetzen. Komm, mein Freund. Fuck. Ne, ey. Der geht ja aber auch nicht von weg. Probiere ich mal was anderes. Ob wir den mit einem anderen Schwert besser kriegen. Oder ob wir den mit einem... Probieren wir mal das Ding und dabei das Kriegsschild. Komm. Ich bin falsch. Ja. Ja, ich war falsch. Ich bin mit dem Vieh woanders hingelaufen. Ich muss mir den Weg nochmal einprägen, ey. Boah, diese Viecher sind aber auch ekelhaft. Das ist da. Komm. Komm. Aufgepasst. Ja, kommt, attackiert das Scheißviech. Super. Gar nicht mal so schlecht. Nee. Vor allem du mit deinem wenig Leben. Ah, ihr beiden seid gut. Ich werde euch mit Sicherheit mal irgendwann loben. So. Jetzt hoffe ich, dass da nicht noch so ein Vieh ist.
So, mal gucken, was wir denn hier jetzt so finden. Null war eine Fackel. Mal gucken, was Danilo so dabei hat. So, aber immerhin haben wir Danilo gefunden. So. Mal gucken, was hier drin ist. Alte Büste, super. Die zweite Büste, die wir brauchen für den Altar. Gut. Hätten wir das auch erledigt? Tja, Danilo. Ruhe in Frieden. Kann man sich nicht hier irgendwo hinlegen? Na okay, wer will hier schon schlafen? Boah, aber diese Ghule da... Nee, das ist doch ekelhaft. Naja, reden wir mit diesem Mannequin hier vorne. Du machst das schon. Super. Probier's woanders. Dann gehen wir halt hier vorne weiter. Dann sagen wir das dem einen Kasper vor dem Eingang später. Aber jetzt haben wir immerhin eine... Karte vom Osttempel. Aber das sagt mir eins, dass wir immerhin hier schon den größten Teil hinter uns haben, des Osttempels. Und auch hier wieder ein Quicksave. Eine Nautilus-Verwandlung. Ha. Jetzt habe ich hier wieder nichts für. Willst du mich denn natzen? Bringt denn die Nautilus-Verwandlung was? Erstmal wieder ein Quicksave. Wo ist denn die Nautilus-Verwandlung? Da haben wir doch mit Sicherheit schon mehrere von da. Uah, Krüppel! Nein, nein, nein. Boah, wo sollen wir denn hier jetzt noch was rausfinden? Ah, ich lade nochmal neu. Ich brauche jetzt die Nautilus-Verwandlung dafür nicht verschwenden. Dafür haben wir ja das Quicksave-System. Ja, ja. Bronco! Alter Schnürschuh. So, können wir hier nicht einfach irgendwas drauflegen? Ne, muss auch wieder eine alte Büste sein. Ja. Mal gucken, wo wir die finden. Vielleicht in dem Sarkophag, wo dieses komische Skelett drin war. Wollen wir mal schauen. Ach, ist das alles ein ekelhaftes Unterfangen. Hä? Ne, eine Hornmuschel ist da nur drin. Was ist das denn für ein Schrott? Der hat auch nichts bei sich. Hm. Oh, hier geht's ja noch weiter. Och, das ist doch eine Scheiße. BTF, nicht noch einer. Och, nee. Ja!
Wir haben es alleine hingekriegt. Ich bin stolz auf uns. Da kommen wir doch mit Sicherheit mit der Nautilus-Verwandlung durch, oder? Ah, Hebel. Oh, was ist das ein Unterfangen hier? So. Nehmen wir mal. Was für ein Trank ist 9? Super. Ein Quicksave und ich verabschiede mich hier. Bis zum nächsten Part. Tschüss.